Ja, war schön, war ein schöner Gig, war viel zu schnell vorbei. Also wir hätten da ruhig noch eine Weile spielen können. Too well, and talk has come to fables. Are we living to sell? I see hips. This morning we picked you guys up at the train station and then drove all the way to Treppendorf. And then chilled out a little bit, had a look around the venue, and then we were quickly on stage, played off stage, ate a little bit, drank a little bit, and now ready to go home again. Ja, also es gab 10 Bands, die über Local Heroes so gesehen vorgeschlagen wurden für den Auftritt, für das Konzert. Und aus diesen 10 Bands konnten sich dann Thomann nochmal welche aussuchen und haben dann sich für uns entschieden, dankbarerweise. Also das haben wir zum einen Local Heroes zu verdanken natürlich und auf der anderen Seite eben Thomann, dass sie gesagt haben, Mensch, auf schicke Musik, die lassen wir mal kommen. Favorite Song? Oh, it's difficult. I guess it depends what mood I'm in. So I quite like playing Kips because although I love playing guitar, it's this moment where I can do whatever I want. No floor, you get home to fake it, you get high to make. Ich habe eigentlich erwartet, dass es viel kleiner wird. Also ich dachte, wir spielen auf einer ziemlich kleinen Bühne, nicht so viele Leute. Und als wir dann ankamen und gesehen haben, dass die Bühne halt riesig ist, wir kamen halt an, da spielen gerade Glasperlenspiel, tausende Leute davor. Natürlich super. Also Erwartungen wurden übertroffen, alle waren super nett. Wir konnten schön parken, direkt im Lagerhaus, was ziemlich interessant war, das mal von innen zu sehen. Also es war halt sehr cool, mal auf so einer großen Bühne zu stehen. Das ist ja zwar so per se nichts Neues, aber mal halt auf was anderes, mal auf einer richtigen, professionellen Bühne zu stehen, die riesig ist und wo ein guter Sound ist. Was halt vor der Bühne passiert, das hört man ja meistens nicht so. Man sieht nur die Leute. Hätten ein paar mehr sein können, aber es lag wohl eher auch am Wetter. Wir haben vor, in den nächsten Monaten ein Album aufzunehmen mit 10 bis 11 Tracks. Das passiert alles in einem kleinen Studio wahrscheinlich. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf und hoffen es im November zu releasen.